So. Na gut, wenn das jetzt hier so regnet, dann werde ich nochmal eben kurz mal beim Tinkerofen nochmal schauen. Der müsste eigentlich soweit durchgelaufen sein. Dann haben wir hier Eisen, Terrakotta haben wir auch. Inventar schon wieder voll. Also ich packe mal eben die ganzen Farbgeschichten mal weg hier. Also Eisen haben wir. Ich wollte ja noch von dem Grout ja noch was herstellen. Da müssen wir Sand, Kies und Ton mischen, ne? So, ne? Wie war das? Ach so. Wir brauchen den Clay Ball. Oder halt eben vier jeweils von denen. Dann machen wir das so. Alles klar, da haben wir jetzt 2x64. Die können wir nochmal eben einschmelzen. Das weiß ich gar nicht, ob wir das hier machen können. Ich warte mal eben, bis das durchgelaufen ist, was da rauskommt hier an Mischung. Also da haben wir hier Seared Stone. Und das läuft dann hier. Okay. Moment, ich mach mal eben. Seared Stone kommt dabei raus. Wir wollen aber die Bricks eigentlich haben, ne? Seared Stone. Seared Cobblestone aus Molten Clay macht man. Ah, okay. Aha. Also man kann auch den Clay einschmelzen und dann auf Cobblestone und so weiter. Ja, und die Seared Bricks. Das war Grout. Es sei denn, wir lassen das hier raus. Ich probiere nochmal eben. Da haben wir doch das Repair Kit. Dann müsste das hier die Geschichte mit dem Dingens sein. Hier die Barren. Da brauche ich nochmal eben so einen Schalter. Hier so einen Hebel. Noch ein Kobbel, ja. Mach ich jedes Mal verkehrt rum. Genau, Lever, ne? Hier. So, ich probiere mal eben. Ach so. Da kommt ein Seared Brick bei raus. Dann machen wir das so. Komm. Lassen wir das einfach mal so durchlaufen. Hauen hier nochmal die Groutblöcke rein und dann
Na gut, okay, das läuft jetzt hier eine Weile, ne? Für die Dorfbewohner zum Tauschen. Da meine ich, also dass der eine, der hat auch nur mit Stackern getauscht. Soll ich mal eben hier den Cast mal wieder zurücklegen hier? Der Fletcher war das, glaube ich, hier, der nur mit denen gehandelt. Ich pack mir mal so ein paar Dinge mal in den Rucksack zum Tauschen. Ne? Also das war hier die Holzgeschichte, meine ich. Dann meine ich auch, dass einer hier mit dem Lehm, wobei den würde ich ganz gerne behalten, den würde ich gar nicht so gerne tauschen wollen, den Cobblestone hier mal mit hier. Terrakotta müssen wir mal schauen. Könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, da haben wir ja auch hier. Ach, hier haben wir noch einen Block of Kobalt. Also Terrakotta haben wir ja auch schon eine Menge. Das kann man ja auch so schön einfärben. Dann hier die Seared Bricks, die lasse ich mal hier auch mal im Inventar. Kupfer. Nehme ich auch mal mit. So, dann hatten wir ja hier richtig viel. Ne? Da oben war ja das voll Kupfer. Und hier haben wir noch 7 von den Barren. Hier haben wir Copper Slab. Dann nehmen wir mal ein bisschen was von dem Kupfer mit. Mal so 3 Stacks. Das können wir uns dann dort auch noch mal einschmelzen. So zum Tauschen. Da meine ich, dass der eine doch auch ganz normale Steine auch getauscht hat. Nehmen wir mal hier so 3 Stacks von den Steinen mit. Dann von dem Essen. Na gut, Brote und so weiter. Die haben wir auch dort. Schneebälle brauchen wir nicht. Hier von dem Nether-Kram eigentlich auch nicht. So, hier haben wir noch einen Moss-Block. Den lassen wir mal. Und hier sind noch diese Glow-Shrooms. Da werde ich nochmal 3 von... Oder nehmen wir mal ein paar mehr von mit hier mal so. Die auch ganz gerne nochmal einpflanzen. Bambus, das nehmen wir auch mal ein Stack mit, dass wir das mal alles auch mal Richtung Dorf auch mal bekommen. Von dem Zuckerrohr haben wir dort ja schon. Wisst ihr, der Regen hat aufgehört. So. Hier Bambus. Die Glowshrooms nehmen wir mal mit. Wir haben ein bisschen was von dem Bone Meal haben wir. Habe ich hier noch eine Mob-Kiste? Ja. Achso, da ist ja auch noch ein bisschen was von dem drin. Und dann hatte ich doch auch noch hier Spinnennetze, ne? Dann nehme ich auch mal so ein Stack mal eben mit. Hier ist auch noch Blue Dye. Das ist alles ein bisschen nicht ganz sortiert, aber es macht nichts. Also nehmen wir mal noch Spinnennetze mit. Da kann man noch ein bisschen Deko mitmachen. Die sehen auch klasse aus hier. Ne? Müssen wir mal sehen, wo wir die hinsetzen. Dann nehmen wir noch Glowing Moss Carpet. Die Ketten. Dann lassen wir mal. Okay. Gehen wir mal Richtung Dorf. Da
erschienen. Lassen wir einfach mal hier die Minecart-Geschichten auch und hier das Schwert. Wir haben ein Schwert, also Werkzeuge sind wir nicht ganz gut erstmal so weit aufgestellt. Ich nehme nochmal so eine Schaufel mit und nochmal so eine. Die können wir mal kombinieren hier. Also wir haben den Bogen, Pfeile haben wir. Na, lassen wir erstmal, ne? Okay. Schlaf hier noch mal eben. Was machen die Bienen? Probier mal, ob ich die noch mal vermehrt bekomme. Ja. Ah, das läuft. Ach, schön. So. Zäune mit. Hier, ne? Ich wollte ja hier die noch ersetzen. So. Macht das alles so ein bisschen frei nach Schnauze. Ist jetzt nicht irgendwie abgezählt oder so. Ich meine, der müsste hier in etwa stehen. So, und dann überlege ich, ob wir das hier so ähnlich machen, dass wir so ein bisschen von diesen Fackeln einfach auch mal wegkommen. Das sieht denn alles so ein bisschen gestalteter aus. Da können wir auch noch ein paar mehr von bauen, von den Laternen. Das machen wir mal eben. Jetzt, wo wir gerade schon dabei sind. Oh, jetzt habe ich hier versehentlich abgeräumt. Ach, sammel mal eben ein. Genau, dann haben wir jetzt zum Beispiel Melonen, ne? Ich meine, dass man die auch tauschen konnte. Ist jetzt zwar nicht das richtige Werkzeug, aber ich kriege sie am Stück abgebaut, ne? So. Na. So. Okay. Kakaobohnen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, ich wollte noch Laternen mitnehmen, ne? Eine Werkbank da hinten stehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Werkbänke ich inzwischen schon gebaut habe. Also jedes Mal, dass man eine neue baut. Also
Er hat auch eine Menge Eisen dabei, ne? Ja. So, dann haben wir hier Fackeln, haben wir auch. Na. So, ich mach mal eben hier komplett mal eben. Ja, alles klar.